In ein ganz besonderes Krankenhaus verwandelte sich das Tübinger Rathaus am letzten Wochenende. Denn dort war es wieder Zeit für die Teddy-Klinik, wo Kinder ihre verletzten Kuscheltiere behandeln lassen konnten. Egal ob ein Fuchs, der einen MRT-Termin brauchte, oder der Panda, bei dem ein Transport mit dem Krankenwagen nötig war. Für sie alle nahm sich das Ärzteteam, bestehend aus Medizinstudenten, ausreichend Zeit. Mit der Teddy-Klinik will man Vorschulkinder auf spielerische Art mit medizinischen Abläufen vertraut machen und ihnen so die Angst vor dem Arztbesuch nehmen.